Hallo und willkommen zu einer neuen Verkostungssession hier bei Tea Addicts. Mein Name ist Jürgen und meine Mission und Ehre ist es heute, euch für einen Chong Pua aus Vietnam zu begeistern. Und zwar kommt er in dieser wunderschönen handgemachten Box hier und sieht so aus. Es ist wirklich ein Hingucker und der sieht nicht nur gut aus, der schmeckt auch lecker. Die Provinz, aus der der kommt, ist ganz im Norden in Vietnam, heißt Ha Giang. Und das kleine Tal dort ist wirklich ganz am Norden in der Grenze, an der Grenze zu China und nennt sich Tham Son. Und das ist so wie so ein kleiner Zipfel, der sozusagen in das chinesische Gebiet reinragt. Und wenn man da eben zwischen den Teepflanzen steht, dann ist es fast egal, in welche Richtung man schaut. Also so der Stefan sagte, er hat dort nachgefragt, wo ist denn jetzt nun China, in welche Himmelsrichtung? Und sein Guide meinte dann so, ja, fast in jede Himmelsrichtung. Also weil das halt wirklich so in das chinesische Gebiet reinragt. Und das, ja, ist nicht wirklich Plantage, also das sind natürlich schon in einer gewissen Art und Weise gepflegte Pflanzen, aber die sind mitunter ein paar hundert Jahre alt, also man könnte sie auch als Gushu bezeichnen, altes Gewächs und eben so halbwild, also es ist so eine richtige Plantagenstruktur gibt es da nicht. Ja, also wir haben den als Cheung Pua bekommen oder gekauft. Ich zeige euch das nochmal hier. Für einen Cheung Pua aus dem vergangenen Jahr oder dem aktuellen Jahr, je nachdem wie man es sieht, also 2019, Ernte 2019, verarbeitet 2019, sieht der recht dunkel aus. Würde ich jetzt so sagen. Also ich würde vermuten, ein Pua aus dem aktuellen Jahr, der hat so, ja. Tendenziell sieht er noch so ein grünes Erscheinungsbild, bringt er mit. Ist auch im Aufguss deutlich heller. Und hier haben wir einen Cheung Pua, der kommt rüber, als ob er schon 5, 6, 7 Jahre gelagert hätte. Man weiß es nicht so genau. Genau, das ist so ein bisschen so eine Widersprüchlichkeit, die ich mir tatsächlich dadurch erkläre, dass dort ein sehr feuchtes Klima ist und dass die Verarbeitung eher noch traditionell ist. Also da wird eben, also wer uns so auf den sozialen Medien folgt, der hat vielleicht das eine oder andere Video gesehen, wie wir selber Tee in den Woks hin und her wenden und der wird ja dann einmal so erhitzt in so einem Wok. Und diese Woks, das ist in China, die sind eingemauert und das Feuer kommt, wird von hinten unten befeuert und es gibt einen separaten Abzug über den Kamin. Und das Feuer ist eben so relativ gut steuerbar, die Hitze und genau an dem Punkt im Wok, wo man die Hitze haben will, ist sie auch. Was in Vietnam gemacht wird, da ist eben also ein sauberer Wok, ne, der für die Teeverarbeitung geeignet ist, aber über offenem Feuer. Und dadurch hat man hier eine relativ interessante Rauchnote erstmal mit drin. Und das Ganze ist nicht so genau auf den Punkt gebracht. Ne? Also das lässt sich nicht so gut steuern von der Hitze her. Und auch bei der Verpressung nachher, man kann das hier auch sehr schön sehen, wie diese Blätter, also das lässt sich alles recht leicht so rauslösen. Also es ist eine relativ softe Pressung. Und das wird in China mittlerweile, ist das auch alles, der Fortschritt bleibt auch da nicht aus. Und man benutzt da häufig Hydraulikpressen mit einem hohen Druck und also da ist ein Gewicht von einer Tonne oder mehr auf so einem Cake und dann wird das richtig fest verpresst. Und dort in Vietnam wird einfach irgendein Gewicht, ein Stein oder irgendwas Schweres genommen, der wird auf diesen Cake draufgepackt und dann liegt der Cake ein paar Stunden oder ein paar Tage unter diesem Gewicht und irgendwann ist man dann der Meinung, das passt jetzt so und dann ist er fertig verpresst. Sprich, hier ist noch so ein bisschen mehr, tja, also es ist noch nicht so genormt, würde ich sagen. Ne? Also bei einer Maschine sagst du halt, okay, Anpressdruck so und so, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten pressen und fertig. Und hier wird es relativ lose verpresst, dann kommt es in diese wunderschönen Boxen,
Das Klima ist auch nicht so sehr gesteuert, also das sind keine klimatisierten Lagerhäuser, sondern es steht dann da eben in so einem offenen Lagerraum, das ist gut durchlüftet. Es ist ein bisschen feuchter. Und das ist jetzt so mein Ansatz zu erklären, wie dieser Tee, obwohl er aus dem letzten Jahr ist, schon so ein dunkles, fortgeschrittenes Aroma hat, sag ich mal. Und ja, also die ätherischen Öle, das Mentholige, auch erdige, nussige, so leichte Pilznoten, das ist alles drin und das finde ich auch charakteristisch für ein Shung Pu'er. Also das passt alles. Es ist bei einem Show, sagen viele gerne so fischig. Das sehe ich hier eigentlich überhaupt nicht. Und also es ist hochgradig spannend. Man weiß nicht so genau, wie man das einsortieren soll oder wie ich. Ich weiß es nicht, wie ich es einsortieren soll. Und das finde ich, macht diesen Tee so reizvoll. Abgesehen davon, dass er natürlich super aussieht, Packaging und ich mag das auch mit diesen losen Blättern. Und von diesen semi-wilden Gushu-Bäumen werden dann eben so die Knospen plus bis zum zweiten, dritten Blatt gepflückt. Und also man kann das hier auch sehr schön sehen, das ist eben alles Whole Leaf. Ja, also das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich beeindruckende Sache, muss ich sagen. Dieser Tee, also da gibt es einen Menschen aus China, der lebt in Vietnam und der hat gesagt, ich habe Bock, irgendwie mit diesem Tee so ein bisschen rum zu experimentieren. Pu'er ist gefragt weltweit, lass uns da mal was machen. Und es gibt aber eben nicht eine große Firma oder eine große Plantage. Das ist eben so Small Business, kleine Familienbetriebe oder eben wirklich so kleinste Einheiten, wirklich Manufakturen. Und er geht in diese einzelnen Manufakturen rein, sagt denen, okay, das und das wären die Arbeitsschritte, die ihr bitte so vollziehen müsst, damit ich den Tee nachher von euch abnehme. Und dann sammelt er das, konsolidiert das und macht dann eben diesen einen Batch draus. Und das ist nochmal spannend, das ist halt wirklich so ein, es gibt eine Person, die den Masterplan hat und die geht eben an die einzelnen Orte und instruiert die Menschen, wie sie es verarbeiten sollen und guckt, ob das so den Qualitätsansprüchen genügt und sammelt dann und bringt es dann bei uns so auf den Tisch. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf eure Meinung. Genießt euren Tee. Bis die Tage. Ciao, ciao.